Im Schlachtfeldmodus gibt es auch mal wieder ein großes Update und wir haben die Buddies wieder zurückbekommen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, wurde auch das Rüstungssystem ein bisschen überarbeitet und da bin ich mal gespannt, wie gut wir hier tatsächlich durchstarten können, weil beide Helden sehen jetzt nicht gerade sehr cool aus. Aber ich erinnere mich noch dran, dass Spirit Raptor absolut broken war. Was haben wir denn hier? Stormpike Lieutenant, Minion in Bob's Tavern have plus one health for the rest of the game. Und hier haben wir, after you call upon the new elements, this remembers it. Okay, wir wollen definitiv den Raptor nochmal haben. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, war er mal billiger. Ich glaube, er war ein Tier 2 Buddy. Aber wir sehen einfach mal, wie das Ganze hier laufen wird. Ich denke, mit Brooke Hahn können wir hier vielleicht ein bisschen was machen. Oh, ist es jetzt inzwischen so, dass die Buddies Gold kosten? Win tie cost 3 less, loss cost 2 less. Ah, oh mein Gott, das ist tatsächlich ziemlich cool. Ich möchte bitte. Ich möchte bitte meinem Minion Taunt und Ding geben. Ich glaube, das sollte für die erste Runde mit das Beste sein, was ich machen kann. Okay. Für so einen Free Win ist es natürlich auch nicht schlecht. So, sehr schön. Demons sollen es also sein. Level up. Und wir geben ihm jetzt einfach nochmal hier diesen Buff und schauen einfach, dass wir damit die Runde gewinnen können. Eudora könnte relativ interessant werden. Wenn sie viel gedeckt hat, wäre das natürlich nicht schlecht für mich. Das wird definitiv nicht ausreichen, gell? Oh mein Gott, nein! Oh, es hätte ausgereicht. Es hätte wirklich ausgereicht, aber da kam leider der falsche Hit rein. Oh, sehr schade. Mit ein bisschen Glück wäre es besser gewesen. Okay, was haben wir denn? Ohohoho, das sind die ganzen guten Imperichs am Start. Ich nehme definitiv erstmal den Trickster. Oh mein Gott, Trickster ist halt wirklich so eine gute Karte hier in dem hier in diesem Setup mit von wegen, ich gebe ihm hier über Water Invocation diese plus 3 Leben und Taunt. Das geht definitiv gut ab. Give your rightmost minion. Ja, hier, das bist du, Trickster. Und dann schauen wir mal, ob wir nochmal vielleicht Glück haben, auf einen Trickster oder sowas zu kommen. Okay, das ist ein Freeze. Und dann haben wir im nächsten Zug schon einen Upgrade. Sehr nice. Ich finde es ganz interessant, dass sie sich dafür entschieden haben, wieder das Buddy-System so zurückzubringen, weil ich weiß, dass es damals einige Leute gab, die das Buddy-System nicht so geil fanden, weil es halt einfach die Meta komplett schnell gemacht hat und irgendwie auch komplett hat ausrasten lassen, weshalb ich mir noch nicht ganz einig bin. Das war ja auch das System, wo ich dann aufgehört habe, wirklich aktiv Battlegrounds zu spielen. Aber ich meine, hey, vielleicht haben sie es ja jetzt doch ein bisschen besser geregelt gekriegt und jetzt ein paar Wege gefunden, wie sie das richtig balancen konnten. Ich hoffe einfach noch, dass Brooke Hahn einfach ein bisschen overpowered ist. Das würde mich persönlich sehr freuen. Okay, wir nehmen auf jeden Fall Fell Elemental hier mit, weil der bufft mir erstens mal den ganzen Club hier von Medivh und wir geben unserem Dude hier nochmal die Water Invocation, oder? Ich meine, ein 8-12er ist halt schon relativ cool und wenn wir jetzt halt konstant Fellamentals kriegen, beziehungsweise Demons, würde es schon zu einem richtig guten Board führen. Mich würde natürlich auch interessieren, was ihr so von dem neuen Buddy-System habt. Das ist ja wirklich in Anführungszeichen ein neues System. Falls ihr das sagt, hey, ja, das ist eigentlich echt gut gemacht dieses Mal. Wahrscheinlich habt ihr da deutlich mehr Erfahrung gesammelt inzwischen als ich. Aber ich möchte mich echt auch mal ein bisschen wieder hier dran versuchen. Ich habe momentan Gott sei Dank die Zeit, um mir solche Sachen ein bisschen genauer auch anzuschauen. Okay, kriegt ihr hier noch mal eins? Ne, das ist alle Avenge 4. Oh mein Gott, das ist richtig teuer geworden inzwischen für Onyxia. Okay, leider. Poetic Penpal. 2, Tavern 2, reduce the cost of your next body by 2. Ich meine, ich muss den Buddy mir jetzt kaufen. Okay, das ist interessant, Leute. Das ist sehr interessant.
Ich meine, ich kaufe sie mal raus. Und dann gebe ich wieder ihm hier den Buff. Ich denke, dass wir hier ganz okay unterwegs sein sollten. Und selbst wenn wir jetzt irgendwie Schaden bekommen oder sowas, ist das nicht schlimm. Weil wir haben 16, nee, 15 Rüstung, oder? 16, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh no. Nicht der Frosch. Oh, das war ein sehr schöner Hit. Das Schöne ist halt, der Frosch bekommt hier gar keine wirklichen Ziele. Ja, jetzt bekommt er seine Ziele damit. Aber er hatte nicht wirklich die Möglichkeit, hier großartig herumzuspringen, was mir eigentlich hier extrem gut geholfen hat. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich mein Imp hier ein bisschen boosten könnte. Ich denke, dass der Body hier die richtige Entscheidung ist. Okay. Oh, was bist du denn? Leeching Fellhound. This costs health instead of gold to buy. Okay, 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 okay. Ich meine, okay, das würde ich jetzt... Ne, warte, das tickt da ja gar nicht rein. Ja, wir kaufen ihn. Ich meine, hey, 3 Leben sind nichts dafür, dass der Referee hier um 4+4 steigert, sich steigert. Iki Imp. Einfach mal, um das Board zu füllen. Einfach mal, um ein bisschen Board zu füllen, ne? That's pretty nice. Und ich meine, er kostet 1. Ich werde den Poetic Pal hier verkaufen. Hol mir noch den Kollegen ran. Und dann spielen wir ihn mal raus, spielen wir ihn mal raus, spielen wir ihn hier mal raus. Kriegen hier einen Damage, aber das ist okay. Und spielen ihn mal raus. Und dann haben wir nämlich hier... After you call upon a new element, remember this death rattle, call upon those elements. A new element, remember this. Okay, passt auf. Ich muss das jetzt mal erstmal checken. Wir machen das mal so. Und der soll auf jeden Fall relativ früh sterben. Das heißt also, ich packe eigentlich die Dudes mal so hin, dass sie relativ zeitnah sterben werden. Und der hier ist ja sowieso ganz cool mit seinem Taunt. Oh, was hat er hier? Okay, da kommt der Boost raus. Jetzt wäre es natürlich gut gewesen, wenn ich direkt den Schuss ready gehabt hätte. Oh nice, da kam der Buff auf den Kollegen. Das hilft mir sehr viel weiter. Da ist der Taunter weg. Da ist der Dude weg. Der Token hatte gar keine Chance. Der sollte nicht mehr aufs Spielfeld kommen. Und da kommt der Hit. Und das ist sehr, sehr viel Damage auf den guten... Aber wie heißt er nochmal? George the Fallen. Oder George, doch, George the Fallen ist es. Okay, jetzt ist halt die Frage, after you call upon a new element, this remembers it. Remembering water invocation. Stackt das hoch? Ich meine, das wäre ja verdammt verrückt, wenn das wirklich hochstacken würde. Oh, nice. Es wäre ja richtig verrückt, wenn es immer weiter hochstacken würde. Wir machen mal unseren Paul hier ein bisschen billiger. Ich kaufe ihn hier raus. Roland nochmal. Wir hätten ja nochmal eine Paul-Verbilligerung. Kaufen wir den hier. Und dann gehen wir für Heldenfähigkeit. Und ich möchte jetzt mal... Gegen wen spielen wir hier? Gegen AFK. Spielt Elementals. Also ich finde es ja relativ cool, gegen George haben wir halt durch unsere Hero-Ability was, wenn wir nochmal gegen ihn gematcht werden. Ich glaube aber, ich gehe wirklich für... The Leftmost ist halt... Wait, wie machen wir das... Nee, wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Okay, pass auf, ich versuche mal das hier. Mich interessiert jetzt einfach nur, ob ich die Doppel-Buffs hier auf dem Trickster bekomme. Ich weiß, das könnte jetzt ein verschwendeter Zug sein, aber es interessiert mich einfach. Weil das wäre schon ziemlich stark. Okay, nochmal die Divine-Sheets. Hätte ich doch hier Ding nehmen sollen. Da kommt der Buff drauf, das ist okay. Hier kommt der Hit. 1. Okay, er macht wirklich nur das Letzte, an das er sich erinnert. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, da könnte definitiv ein bisschen mehr rauskommen. Aber wir machen... Hier jetzt schon ganz schön guten Damage. Sehr nice. Ich find's echt krass, also die Spiele gehen ja jetzt durch die viele Rüstung, die man hat, deutlich länger.
Das ist echt interessant. Also das heißt, ich finde es tatsächlich sehr gut, dass sie länger gehen, wenn wir mal ehrlich sind. Wir kaufen uns den hier raus. Ich sollte definitiv das Level abgeben. Wir rollen mal. Das hier ist ein Summoning-Dude, den würde ich gerne kaufen. Große Frage ist halt, wir spielen gegen ihn, er spielt Beasts. Oh, Beasts sind halt echt anstrengend. Okay, pass auf, wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt das hier nehme. Ah, okay. Oh, du musst immer wieder switchen, damit er sich was Neues merkt, oder? 5-3, 6-3, yes, bye-bye. Roll und hier haben wir den Taunt. Ich möchte definitiv zwei oder mehr Taunts spielen. Einfach, dass mein Soul Juggler länger überlebt. Eigentlich ist mein 2-3er Trickster wirklich das, eine der schlechtesten Minions, die ich auf dem Spielfeld habe. Und eigentlich nur durch den Buff, den ich durch meinen Kollegen hier an den Start kriege, ist es relativ gut. Okay, da kommt der Buff, da kommt der Hit. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Da kommt der erste Schuss raus. Ja, ist auch in Ordnung der Schuss gewesen. Hier sterben jetzt so ein paar Minions, das ist gut. Nein, das war ein sehr schlechter Hit, weil jetzt springen die Frösche hier nämlich. Und er hat einen relativ fetten Dude hier. Und das gefällt mir gar nicht. Brand stirbt, das ist gut. Du stirbst auch, das ist gut. Und du stirbst zum Abschluss auch. Frösche sind immer noch so eklig, Leute, oder? Wie können Leute immer noch Frosch spielen? Eieiei. Okay, unser Raptor ist jetzt kaufbereit. Ich meine, ich kaufe mir den Taunt auf jeden Fall raus. Refriever 2 möchte ich eigentlich nicht nehmen. Ich rolle. Was bist du denn? Dr. Boombox. Death Rattle deals 7 damage to the nearest enemy minion. Ich denke mal, momentan ist das hier von den Stats her deutlich attraktiver als das, was ich momentan habe. Okay, das ist halt super cool. Okay, pass auf, wir kaufen ihn. Wir geben ihm Reborn. Dann gebe ich ihm hier plus 6 Leben und Taunt. Wir kaufen wieder. Ich kann mal nochmal eine Runde rollen. Das sind nochmal zwei echt gute Demons. Und wir gehen für die Ringmatron. Und dann hole ich mir jetzt mal nochmal... Ich will überprüfen, ob es funktioniert. Nochmal die Water Invocation. Okay, er speichert wirklich jedes Element nur einmal ein. Das ist ein bisschen schade. Aber sonst, ich glaube, war es nicht so, dass er sonst immer sich komplett hochgestackt hat? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das war halt echt einfach broken. Man kann es nicht anders sagen. Sie hat gerade von Silas 12 gekriegt. Silas spielt auf Max. Eieiei. So. Da kommt der Buff raus. Der Hit. Er stirbt. Der Buff. Divine Shield ist weg. Und er hat einen Frosch natürlich am Laufen. Oh, warum haben alle Leute inzwischen Frösche? Aber. Wait! Oh, der Reborn bringt leider gar nichts. Das ist natürlich unlucky. Okay, der Reborn bringt nichts, weil... Logischerweise bringt er nichts, weil er dann nichts mehr gespeichert hat. Ja, das hätte ich mir auch denken können. Aber ich meine, jetzt ist es halt ein 3-2er, der immer wieder rauskommt. Das ist schon in Ordnung. Und es sollte ziemlich sicher ein Win sein. Außer jetzt kommen echt ein paar schlechte Hits. Okay, das ist... Oh wait, das kann immer noch ein Lose werden. Aber Avenge 4 kriegt er nicht mehr hin. Puh. Knappe Sache, Leute, knappe Sache. 8 Leben. Onyxia könnte wirklich anstrengend werden. So, also das bedeutet, ich möchte auf jeden Fall mal...
Wir gehen mal für die Death Rattles und dann hole ich mir raus den Buffer, ich hole mir den Kollegen hier raus, ich role. Das ist nichts, was ich haben möchte. Ich weiß auch nicht, wie lange ich... Ich könnte auch Doppelding spielen, Doppel-Spirit Raptor spielen. Also ich denke mal, komme ich noch auf 5? Ja, ich komme noch auf 5. Ich mache so. Das sind... Wir buffen alle erstmal. Verkaufe ich. Dann nutze ich ihn hier und buffe Kollege ihn. Ja, das war nicht zu schlecht. Ich verkaufe ihn hier, kann noch einmal rollen und dann entscheide ich, okay, das könnte ein guter Freeze sein, weil ich ihn hier rausziehen kann und ich kann ihn hier rausziehen. Die Frage ist halt, ob mein Buddy mir hier gerade so viel hilft. Ich hätte schauen sollen, gegen wen ich spiele, gell? Shit. Obwohl, es ist eigentlich ist es okay. Pass auf, wir machen das so. Kaufen ihn raus. Wir spielen ihn hier drauf. Verkaufen, kaufen ihn raus. Spielen ihn hier nochmal drauf. Krieg hier noch einen Schaden. Und dann packen wir dich mal weiter nach vorne. Dich hier weiter nach vorne. Und dann sollte ich hier ganz gut durchhitten, hoffentlich. Ja, dadurch, dass ich halt den... Es kann natürlich sein, dass sein erster Minion jetzt in meinen Trickster hier schon reinhittet. Oh, no. Das Cyclone ist zu... Obwohl, ne, er ist nicht zu dick tatsächlich. Aber er kriegt trotzdem den First Hit. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Oh mein Gott, das war so ein wichtiger Hit einfach nur. Weil jetzt stirbt das nämlich, der Dude. Und ich krieg den Blitzschlag. Und wir haben alle Divine Shields weg auf einmal. Leider ist der Juggler ausgeschalten worden. Nein! Oh mein Gott, ich habe einen 1,31 bekommen. Okay, das ist halt eine Synergie, die ist richtig, richtig beschissen. Mein Problem ist jetzt natürlich, wenn meine kleinen Minions den Taunt wegmachen, wäre das super, aber sie machen ihn leider nicht weg. Das heißt, der 17-17er knallt da jetzt rein. Oh, das war eine wichtige Sache. Das ist der Win. Oh, das ist der Win. Du armer George, das hättest du gewinnen sollen. Okay, passt auf. Wir kaufen den hier raus. Mein +5/+5 auf den Minion. Wir nehmen ihn mal mit. Ich role. Ich role nochmals. Wieder der Boombot. Okay, pass auf, wir verkaufen ihn hier. Wir spielen ihn hier. Spielen gegen Silas. Max. Okay, das heißt also, ich brauche ja auch wahrscheinlich nochmal Ding hier. Ich role nochmals. Okay, hier ist nochmal ein Buff. Das heißt also, ich verkaufe jetzt mal ganz kurz. Oh, das ist halt zu blöd, wenn es ihn hier trifft. Aber ich glaube, ich muss es trotzdem machen. Triff bitte einen von den rechten Dudes. Oh mein Gott, das war sehr schön. Ich mach's so. Alle werden nochmals gebufft. Ich verkaufe die Ringmatron. Ich hole mir meinen Spirit. Oh, ich brauche nur 2. Oh, das wusste ich nicht, dass ich nur 2 brauche. Sonst hätte ich natürlich noch einen Zug gewartet. So ist es jetzt natürlich richtig bescheiden. Oh no, das ist jetzt richtig schlecht. Ich habe gedacht, dass ich brauche mehr. Gib mir mal bitte ein gutes Elementar. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen uncool. Schweren gegen Silas, er ist Tokens. Das heißt also, ich gehe für Blitz, Blitz. Oh, why? Das war richtig schlecht einfach nur. Das war halt richtig, richtig... Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, hey, das ist alles cool. Ich muss sowieso noch einen rauskaufen. Aber dass es 2 Stück schon den goldenen ergeben, das wusste ich halt wirklich nicht. Das Schöne ist halt, ich blitzdings die jetzt direkt nochmal. Und jetzt blitzding...
Achso, stimmt, der hat ja keinen Trigger. Never mind, der hat keinen Trigger. Es funktioniert so nicht. Ist alles gut. Okay. Nice. Oh mein Gott. Das war wichtig. Aber die schlechten Minions, wie er hier zum Beispiel, die spielen mir halt gar nicht rein in meinen, in meine Situation. Okay, aber das ist definitiv ein Win. Komm schon. Wenn jetzt nur noch die richtigen Minions hier reinhitten könnten, wäre das echt cool. Rechts. Schade. Er kriegt halt noch alle mit außer einem. Unlucky. Nur 5 Schaden. Aber Top 4 sollten wir sein, oder? George ist raus. Oh nein. Der Honeybear ist raus. Heißt Baron Togwogger. Das ist interessant. Okay. Passt auf, Leute. Wir rollen mal hier fleißig. In der Hoffnung. Whenever you get a minion, you already have. Give your minions +1/+1. Okay. Ich überlege mir gerade, ob sich der McCall lohnt. Ich meine, er könnte ganz lustig sein, weil entweder triggert er das oder er triggert das und das wäre beides ziemlich gut. Und dann müsste ich halt schauen, dass ich die Juggler jetzt langsam wegwerfe. Aber ich glaube, das kann ich riskieren. Komm schon, wo sind die guten Demons? Hier ist ein guter Demon. Pass auf, wir machen so. Wir kaufen dich mal raus, wir rollen nochmal. Obwohl, das sind sehr gute Stats, die ich hier bekommen kann. Was hat er jetzt gefuttert? Ah, ich kann es gerade nicht mehr sehen. Was war denn hier links? Achso, nochmal ein Ding hier. 6-8er, gell? Das sieht gut aus. Oh mein Gott, das ist das Board, was ich schon die ganze Zeit haben wollte. Okay, wir spielen gegen Eudora. Das gefällt mir nicht so ganz. Machen wir es so. Ah, ich hätte ihn noch sellen können. Aber es ist in Ordnung. Ich krieg halt nur 2-1-1. Das ist echt nicht viel. Okay, pass auf. Wir geben unserem Most Left Minion nochmal einen Buff. Das Schöne ist, der Macaw triggert auf jeden Fall. Der triggert auf jeden Fall entweder diesen Death Rattle oder diesen Death Rattle. Und ob er jetzt 35 Leben verteilt oder aber Damage schießt, 4 Leben gibt, Invocation of Lightning castet oder Ding, ist halt super, super nice. So, komm schon. Ich will noch einen Win sehen hier. Könnte sehr schön. Oh, Leroy, no! Und er hat einen goldenen Baron. Are you kidding me? Ja, okay. Damit kriegt mein Juggler den Buff jetzt. Ich meine, das ist prinzipiell ganz interessant. Weil ich damit sehr große Minions an den Start bekomme. Aber dieser goldene Titus, der macht mir schon ziemlich Angst, muss ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Angst gerechtfertigt ist. Ja, man muss halt einfach sagen, Trickster auf so einem Level ist schon sehr, sehr bösartig. Ich meine, ich kann hier eigentlich so gut wie nicht mehr. Ja, doch, es könnte tatsächlich ganz gut passieren sogar noch. No! Ah, doch, warte mal, er überlebt ja, alles gut. Und der ist auch noch ein. Oh mein Gott, das ist ein 4er Minion, wenn er überlebt. Ja, gut, okay. Er ist halt an sich auch eigentlich gar nicht so. Oh, wir kriegen die Free Round. Yes, okay. Das ist wichtig. Pass auf, Leute, wir können jetzt komplett umsortieren. Wir werden hier auch komplett umsortieren. Der hier ist passé. Das ist nochmal ein zusätzliches Gold, was ich hier an den Start kriege. Ich muss jetzt aufpassen. Ja gut, okay, der kommt auch raus. Damit kriegen wir jetzt erstmal kein Damage mehr, wenn wir Dämonen spielen. Das heißt, ich rotiere hier nochmal. Das ist sehr gut. Das heißt also, ich gehe für ihn hier, buffe ihn. Verkaufen. Ich gehe für ihn hier, buffe ihn. Verkaufen. Ich gehe für ihn hier. Jetzt ist die Frage, verkaufen oder warten und rollen? Ich bin mir nicht sicher, was Silas hatte. Silas hatte Max. Ich habe ihn davor besiegt. Und dann hat ihn George nochmal übel verklatscht. Ich habe alle
Invocations auf meinen Sachen drauf. Das heißt also, ich suche eigentlich. Oh. Level up, triple, Felbert. Das ist mein Play. Das ist mein Play, auf das ich jetzt gehen möchte. Puh, let's go. First spot belongs to you. Ich hoff's. Ich hoff's, dass der erste Platz mir gehört. Okay, er setzt den ersten Hit, aber das ist gar kein Problem. Es läuft schon ganz nice, muss ich sagen. Es macht Spaß, so zu spielen. Da kommt der Hit raus, jetzt kommt der nochmal. Trigger, Trigger. Also er triggert erstmal, dann kriegt er hier ganz viele Buffs. So, wir hauen nochmal ein paar Blitze raus. Und das Lustige ist, er kommt ja jetzt nochmal. Wait, nein! Die Minions sind gespawnt und deswegen ist er nicht nochmal gekommen. Sonst hätte er nochmal alles aktiviert. Oh mein Gott, diese 1-1er. Ich hätte es nicht einsetzen sollen. Das ist guter Schaden. Nein, nochmal George. No, not the George. Okay, passt auf. Level up. Bye. Jetzt gib mir einen richtig, richtig guten Demon. Ich habe beide tatsächlich gekriegt. Felbert ist natürlich super stark. Felstomper ist halt auch extrem gut. After you summon a minion in combat, das heißt also, ich hätte einen summon. Ich habe ja alles andere verkauft. Das heißt, wir kaufen die Felbert raus hier an der Stelle. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ich denke mal, dass ich jetzt hier, ich könnte ihn verkaufen und ihn kaufen, dann hätte ich aber keine Möglichkeit mehr zu rotieren. Wie viele Demons hätte ich denn? Ich habe 1, 2, 3 Dämonen nur. Das heißt, es wäre nicht mal schlimm. Das heißt, er würde die 3 fressen. Ich darf ihn nicht kaufen, er ist ein Death Rattler. Ist mir gerade so aufgefallen, ich sollte keinen Todesröcheln-Dude kaufen hier. Nee. Das sieht doch ganz okay. Ja, warte mal, davor waren bessere Stats dran. Ups. Wir spielen gegen George, das heißt also, wir wollen die Lightning Invocation haben und dann hoffen wir aufs Beste, Leute. Toi, toi, toi. Die Fairback kam jetzt schon relativ spät raus, aber ich hoffe einfach mal, dass es ausreichen wird, um hier gegen George was zu machen. Ich meine, er hat schon relativ gute Sachen mit seinen Divine Shields und die kriegen ja alle jetzt den Buff auch noch draufgesetzt, aber na, jetzt schauen wir mal. Das ist halt richtiger Bullshit, Leute. Das sollte ich echt ändern. Das ist richtig uncool. Das muss ich definitiv noch ändern. Alter, 300? Was? Das Problem ist halt, dass das Leben leider nicht genug sein würde. Und bis die hier halt hitten. Also, die Hydra muss sterben. Ja, okay. Hydra? Okay, das war sehr wichtig. Sie kommt zurück. Okay, ganz, das ist super gut. Das sollte ein Win sein, Leute. Yep, das ist der Win. Erster Platz mit den Dämonen, Leute. Der Wrath Reaver hat es gerichtet und natürlich Brukans krasse Heldenfähigkeit. Also, das ist immer noch super spaßig, mit dem zu spielen. Nice, GG an George. Einen guten, gefallenen Archmage hier. Das war eine sehr, sehr coole Runde. Ich muss sagen, der Buddy-Modus fühlt sich immer noch extrem stark an, wenn ich ehrlich bin. Das gibt mal wieder 300 Bonuspunkte auf meinem Rating. Sehr schön. Dann steigen wir doch hier mal ein bisschen auf. Es war aber gar nicht mal so sicher, dass ich hier gewinne. Also von dem her bin ich ganz zufrieden, dass es doch geklappt hat. Ja, Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, falls ihr mehr Battlegrounds auf dem Channel sehen wollt, anstatt auch andere Videos oder Hearthstone, schreibt es doch gerne einfach mal in die Kommentare. Das interessiert mich. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.